Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drug Dealer Simulator 2020. Das ist Folge 35 mittlerweile. Schön, seid ihr immer noch dabei. Und in der letzten Folge haben wir gemerkt, dass wir durch eine Pause, weil es spielt eine Zeit wieder eine Rolle, haben wir gemerkt, dass wir Kordian, unser Lieblingsdealer, den wir jetzt endlich am Start haben, ich komme immer noch nicht drauf klar. Wir reden Kordian. Alter, unser Lieblings-Cowboy. der Kordian hat die erste Bestellung gemacht, haben wir noch schnell angenommen, haben wir gemerkt, haben wir zu wenig Stoff, habe ich auf die Schnelle beim Eddie bestellt, was geht. Und jetzt ist es da. Ich habe eine Benachrichtigung bekommen vom Eddie. Wir können es abholen. Und zwar geht direkt da hin und direkt abpacken und dann zum Kordian bringen. Es ist doch ein Träumli. So, let's go. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Bababababam. Und das ist dann auch die letzte Aufnahme vor gleichen Aufnahmesession hier heute. Vermutlich. Mal schauen. Drei Meter. Ah, hier. Hoi, 700 Gramm. Ja, shit, jetzt sag nicht, das passt nicht so viel. Ja, wir haben viel zu viel Kohle dabei, Giggle. Aber wir haben hier die Garage. Wir können doch hier sicher schnell ein bisschen Kohle einlagern, oder? Geht da nicht noch da rein, bitte. Doch. Und da? Auch noch 10.000 Dollar. Hä? Komm. Okay, dann noch einen. Nicht. Okay. Da haben wir natürlich auch schon. Ja. Gut. So. Weil eigentlich ist das gar nicht das Ziel für die heutige Folge. Eigentlich haben wir gesagt, wir kümmern uns heute um Bitcoins. Ob das etwas bringt, für was es genau ist in diesem Spiel, keine Ahnung. Ob wir vielleicht so das Geld günstiger waschen können, wer weiß. Oder ob man einfach mit denen einkaufen kann. Oder ich habe darum noch nie gesehen, ob man mit Bitcoin zahlen kann. So, ich sollte aufhören und mehr pressieren, weil wir müssen zum Kordian. So. Ist da drin, bitte schnell, so, zack, und 36 Gramm, der glaube ich auch, ist 20, ein ist 10, ein ist 5, und ein ist 1. 34. Teilt 34, verschenken wir den Rest, weil wir einen guten Tag haben. Einfach auf der Straße. So, noch schnell heute speichern, wir kennen es. Et voilà, und los, ab geht's zu unserem Körtelbördel. Der Kordian, unser Lieblings-Cowboy. Wie lange haben wir gewartet, bis der... 35 Folgen. 35 Folgen bis der Kordian. Gut, ich weiß nicht, ob er in der ersten Folge schon dabei war. Ich glaube es nicht, haben wir erst später gelernt können. Könnt ihr mal schauen, ob das irgendwo noch... Findet, wo wir zuerst mal den Kordian. Hoi! Kann man dir irgendwie helfen? Wo wir zuerst mal den Kordian haben getroffen. Wenn ihr noch wisst, welche Folge, schreibt es mal in den Kommentar. Aber auf jeden Fall haben wir es jetzt endlich geschafft und wir warten schon lange drauf. Und da vorne steht er. Da vorne steht er. Neben dem Brunnen, unser Lieblings-Cowboy, der Kordian. Mit dem roten Hemd. Schau mir an, Kordian, bitte. Danke. Schau jetzt, Kordian. 1 ist 20, 1 ist 10 und 2x2. Brä. Hä? Da kommt jetzt ein Lächeln. Was lächeln? Kordian. Okay.
Nein, ich habe es gleich geschnallt, da mittlerweile um was es geht. Bei den Dealer-Lieferungen, die geben einfach viel mehr XP und man kommt im Spiel ein bisschen voran. Und die grossen Lieferungen machen das Geld. Also muss man wohl drüber immer noch ein bisschen beides machen. So, jetzt nicht vergessen, dass wir immer noch. Warte jetzt mal, wir können doch hier noch ein bisschen Geld haben, du bist ne? Immer schon gleich easy. Da haben wir ja gar kein Geld. Ah, warte, jetzt müssen wir noch Skillpunkte. Genau, wir können noch den Verkäufer machen. Und Ausdauer können wir machen. Und sonst nichts. Und wir sind schon gleich Level 31, das geht ratzfatz. Nein, ich komme nicht. Ich hole mit mir jetzt mal Bitcoins. Aua. In Bitcoins investieren. Und der Stoff, den wir dabei haben, den verschenken wir noch irgendwo da auf der Straße, wenn wir gerade sehen. Zum Beispiel ihm da. Hey! Hey Homie! Ich habe ein Geschenk für dich. Hier, 5 Gramm Koki. Gönn dir, Junge. Und du wärst doch sicher auch noch etwas. Ja, für dich ein Geschenk. Hier, 1 Gramm. Ciao. Das hätten wir gescheiter zu Downtown gemacht, weil dort brauchen wir. Egal, den Respekt. So. Jetzt holen wir mal unsere Kohle und kümmern uns um Bitcoin. Ich würde sagen, wir zahlen noch ein bisschen ein. Jetzt dann kein Geld mehr gehabt. Also, aber wir haben hier, glaube ich, noch Geld. Yes, 10'000. Genau. Dann haben wir den im Garage. Ah, der Eddie ist natürlich jetzt nicht zahlt. Shit, warte jetzt mal. Halt. Bevor dass wir das machen, können wir jetzt noch schnell hier gehen, sagen am Eddie. Eddie. Geld für das Kartell. 17'000, das ist okay. Wir haben ja den Tisch schon wieder voll Stoff. Und dann säckeln wir über. Dann haben wir jetzt bei uns 14'000. Abla. Dann haben wir, glaube ich, in der letzten Folge hier im Garage ein bisschen Geld müssen lassen. Ja, hallo. So. Und hier auch noch ein bisschen Geld. So. Ja, nicht so viel wollen wir jetzt nicht. Das bringt es nicht. Jetzt können wir einfach schnell die Rettungen zahlen und dann holen wir den Rest und machen die Taschen nochmal voll. Hi Eddie. Hat mich gefreut. Merci. Aber ich glaube, wir zahlen es gleich noch mal. Wir zahlen es gleich noch mal. Wir tun das Geld gleich noch mal waschen, das wollte ich sagen. Aber. Nein, das ist zu wenig zum Waschen. Das ist zu wenig. Wir brauchen mehr. Haben wir irgendwo noch Geld versteckt? Gut, wir haben jetzt einen Tisch voll Stoffe und könnten schon wieder bestellen. Darum, weißt du was, ich gehe sogar wieder bestellen. Weil wir brauchen mehr Stoff. Definitiv. Weil die nächste Lieferung vor Gang wird sicher wieder riesig sein. So. Oder ist das einfach mal erledigt? Kokain. Oh, für 17'700. Das geht 800 Gramm. Nein, Sir. 750.
Nein. 700. Mehr sogar. 710. Ich muss schon gar nicht erst rechnen, liebe Leute. Also 709 Gramm. 708 Gramm. Habe ich wohl sagen von Anfang an. Dann ist das mal bestellt. Und dann würde ich sagen, weißt du was? Wir gehen jetzt einen Teil gehen wir auf das Konto waschen. Und wenn wir eh schon dort rüber gehen, ja, also 15.000 tun wir waschen und auf das Konto einzahlen. Und den Rest holen wir einfach mal in Bitcoin und schauen, was wir mit denen können. Weil es bringt ja nichts, irgendwie 16.000 jetzt dort rein zu investieren, wenn wir keine Ahnung haben, was wir mit denen dann sollen. Macht das Sinn? Ja. Gut. Alles legal. Falsche Taste. Alles legal. Jawohl. Keine Panik auf der Titanic, junger Mann. Okay. Das ist sicher nicht, gar nicht. Hey. Ich will mir nicht sagen, was ich jetzt mache. Also, außer würde die Pandemie abgehen. Hey Gary, wie geht's dir? Schau, ich habe dir ein bisschen Geld. Und zwar würde ich dir geben 15.000 Dollar. Wow. Oh, das geht schnell. Geld genommen. Ciao. Ja, moin. So, und zwar hier beim Jimmy Boy. Nein, wie heißt er? Jay. Der Jay Schulz handelt so ziemlich mit allem. Da habe ich nämlich auch Taschen geholt und einen grossen Rucksack. Ich weiß gar nicht, ob das in Folge oder zwischen war. Elegante Koffer. Da habe ich auch mal probiert, Sachen zu verkaufen, aber das irgendwie will es nicht so. Kann man lesen, was hier steht. Hoppla. Nein. Item, also Bitcoins. Kosten bei ihm 19. Und haben Wert 18. Habe ich doch vorhin gesehen. Das ist nicht so ein gutes Geschäft. Für 1800, ja komm. Ich will auch wissen, was man damit machen kann. Ist noch etwas brauchen? Nein. Nö, danke. Ja, gut, wir haben jetzt eine Kryptowährung. Ich bin schon blöd, ich habe jetzt wirklich gerade in meinen Rucksack geschaut, wo meine Kryptowährung ist. Da hast du etwas verstanden, Timo. Hallo! Ich weiß. Ich habe nichts. Kryptowährung kannst du mir nicht wegnehmen, du Lackaff. Das ist nicht die Ernst. Nur weil ich Lackaff gesagt Okay. So, was können wir jetzt mit dieser Kryptowährung anfangen? Mit diesen Bitcoins. Ja, 18 Dollar ist ein Bitcoin. Aber was bringt das jetzt da? Also wir jetzt 25.000, hey, 25.000 vom Konto rein, super Geld. Ah, oh, ist das geil.
Und wenn die Miete kommt, sind wir ruiniert. Ich sehe es kommen. Jetzt steht es auf Deutsch da. Deine Geldbörse mit Kryptowährung. Sie wird dazu benutzt, um illegale Transaktionen mit der Shadycoin zu begleichen. Du kannst die Kryptowährung bei verschiedenen Verkäufen erwerben. Okay. Das kommt aber noch aus. Warum ist das not for sale? Weil es noch nie hatte, oder? Ich weiß es nicht. Also, Gustavo. Ja, schön. Gustavo hat nachher bestellt. Das finde ich gut. 18,50 Gramm. Wir haben es safe wieder zu wenig da. Ah, oh, nein, jetzt war ich wert denen gewesen. Hurelo. Hey, weißt du was? Das machen wir jetzt. Jetzt holen wir uns denen. Du musst schnell spielen. Dankeschön. Jetzt holen wir uns immer noch ein bisschen Geld. Ich glaube, man kann also, man muss glaube nicht bar zahlen. Ich glaube, das wird abgezogen in der Apotheke. Ich hoffe es jetzt mal, sonst laufen wir jetzt für nichts über. Weil wir holen uns jetzt noch ein paar lustige Behälter. Weil ich nämlich. Ich habe das Gefühl, dass. Blackout, ich habe das Gefühl, was habe ich wollen sagen? Der Kopf hat mir gerade geblitzdingset. Ja, eh das Gefühl, dass wir zu wenig haben. So. Und dann müssen wir ja eh warten, bis der Eddie kommt und blablabla. Also, hey Jamie, hast du einen neuen Topf für uns? Ein wenig Medizin, Viagra, das müssen wir jetzt auch alles mal angehen. Das ganze Mischzeug. Aber nicht jetzt. Wie gesagt, Timochi steht für saubere Drogen. Zeigt mir dein Laborequipment. Jawohl, so Metallcontainer, dann nehmt ihr gerne 3 Stück. Und nachher. Elektrische Kaffeemühle. Trockner, Labormixer, Pillmaschine. Ey, das wird alles noch so funny. Aber eins nach dem anderen. Zuerst machen wir mal Cash. Lieferadresse. Boah. Gern ins Hauptapartment? Ja, danke. Gut, tschüss, Jamie. Merci. Woher müssen wir das nehmen? Ja, bin da. Ja, mach ich. Ganglieferung, ja, easy. Wir können es einfach auch gleich zu ihnen heilen, aber. Easy. Ist so klar gewesen. Oh, das könnte sich mal noch ein bisschen verbessern. Wenn sie die innerhalb von 2 Sekunden zweimal rausnehmen, dass das Spiel vielleicht merkt, so, okay, der. Das muss nicht sein. Hoppla. So. Und ich glaube, ich mache da zwischen den Folgen heute ein bisschen Geld auf die nächste Folge. So. Tun wir die Huren Kübel noch her. Ja, gut. So. Und so. Und so.
Wieso? Ja, das ist okay. Kann ich leben damit. Warum mache ich das eigentlich gegen immer noch rot? Wenn wir schon seit Ewigkeiten eh nur noch Kokain verkaufen. Wieso? Ja. Wenn wir es können. So. Also. Da haben wir 86, da ist leer. Ich glaube, ich räume den Tisch mal ein wenig auf. Da. Zwischenzeit. Ja, wir können von etwas abpacken. 50 mal 3. 50 mal 3. Schade, dass es nicht noch größere Pelte gibt. Oder ich weiß bis jetzt nicht davon. 50 mal 3. 50 mal 3. Und einisch 50. So, dann können wir mal schauen, was wir haben und was uns fehlt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jawohl, 13 haben wir, 18 brauchen wir. 41 haben wir noch. Ich glaube, ich werde zwischen den Folgen heute ein bisschen Geld machen, heute die eine oder andere grosse Lieferung machen, dass wir dort mal ein bisschen vorwärts kommen. Hoffen hat man das nicht übel, hoffen das ist okay. Sobald irgendetwas Weltbewegendes passiert, schmeiße ich die Aufnahme an, keine Panik. Aber ich glaube, ich mache heute ein bisschen 1-2 Deals, dass wir ein bisschen grössere Sprünge machen und ein bisschen schneller vorwärts kommen. Auf jeden Fall sage ich jetzt merci viel, viel mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann dürft ihr gerne einen Daumen da lassen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, Kanal abonnieren und Glocken aktivieren. Entschuldigung. Und das ist die Sirene für den Schluss. Und jetzt bin ich draus. Mit einem Kuss. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Timo G. Morgen um 12 Uhr. Ciao.